Hallo Menschen, heute möchte ich mal über ein paar zufällige Bücher aus meinem Regal sprechen, und zwar nach Vorlage der englischsprachigen On-My-Shelf-Videos, bei denen man von Followern oder wen auch immer so ein paar Koordinaten für sein Bücherregal bekommt und dann über Bücher spricht, die man hoffentlich sonst nicht so in die Kamera hält, sodass man halt mal ein paar Bücher aus dem Regal durchgeht. Ich habe meine Koordinaten von Sana von Books and Quills bekommen, die in ihrem Video halt am Ende auch noch ein paar genannt hat für diejenigen, die das auch machen wollen. Und los geht es mit den Koordinaten 1 und 3. Ich habe übrigens mit dem Regal hinter mir angefangen, weil es so mein Hauptregal ist. Und an dieser Stelle steht Frankenstein von Mary Shelley in dieser wunderschönen Word Cloud Classic Ausgabe. Ich hatte erwartet, diesen Roman zu lieben, denn die dahinterstehenden Ideen finde ich so interessant, und dass dort jemand ja überhaupt erstmal ein Wesen künstlich schafft und dann aber seine sowohl Vater als auch vielleicht so Schöpferaufgaben vollkommen ignoriert und von seiner eigenen Schöpfung ja angeekelt und vielleicht auch etwas verängstigt ist und das einfach fortschickt, das finde ich so interessant. Leider mochte ich die Ausführung nicht besonders. Das liegt schon daran, wie das Ganze beginnt, nämlich mit verschiedenen Briefen, die da halt langsam in die Geschichte einführen sollen, ohne dass wir halt überhaupt erstmal mit Frankenstein irgendetwas zu tun haben. Der wird dann nur aus der Erzählung erst uns vorgestellt. Und genauso fand ich halt so einige Kleinigkeiten wirklich dann zu unlogisch, als dass ich sie ignorieren hätte können. Zum Beispiel, wie die Kreatur lesen lernt. Es sind wirklich so ein paar Sachen, die mir halt irgendwie zu unlogisch waren. Ich würde es irgendwie trotzdem noch empfehlen, einfach schon um all die tausend popkulturellen Hinweise zu verstehen, die überall versteckt sind. Und das ist ja auch von der Idee her wirklich nicht schlecht, aber leider literarisch nicht so mein liebstes Werk. Als zweites hätten wir die Koordinaten 2 und 8. Und da steht bei mir Die verlorene Ära der Katharina Blum von Heinrich Böll. Bücherwunder hat er kürzlich erst ein Video dazu gedreht, was ich euch unten nochmal verlinke. Das habe ich tatsächlich auch erst mit dem Studium und der Pflichtlektüre kennengelernt. Im Kern geht es hier zwar auch um einen Mordfall, aber vor allem darum, wie die Boulevardpresse auf Individuen einwirken kann, wie unglaublich verdrehend und populistisch da manchmal geschrieben wird und welche Einwirkungen das eben auf unsere Katharina Blum hat. Dahinter steckt natürlich auch eine scharfe Kritik, aber was ich ganz angenehm fand, auch ein gewisser Witz, der darin ist. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es ist ein ja, eine Art moderner deutscher Klassiker, der ein Thema behandelt, was ja absolut aktuell ist. Ist es klar, dass es heutzutage einfach immer nur ist, dass es um Meinungsmache geht und dass die Sensationslust dahinter steht, dass es oftmals nicht um die Wahrheit oder irgendwie eine Analyse der tatsächlich geschehenen Ereignisse geht, sondern einfach nur darum, die Auflagen so hoch wie möglich zu treiben. Und das wird hier literarisch sehr, sehr gut verarbeitet, meiner Meinung nach. Als drittes haben wir die Koordinaten 6, 1 und das ist der Beginn meines Science-Fiction-Regals. Wir hätten hier Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Ich habe hier die Filmausgabe, da sind auch ein paar Bilder drin und sah den Film, bevor ich das Buch las. Muss aber zugeben, dass ich von beidem nicht wirklich Fan bin. Das war tatsächlich irgendwann mal der Auslöser dafür, dass ich mir gesagt habe, humoristische Literatur ist vielleicht nichts für mich. Ich bin auch nicht so der lustigste Mensch der Welt und deshalb fand ich halt einfach so, ach, zu gewollt und zu übertrieben, war überhaupt nicht mein Ding. Obwohl auch hier einige Kleinigkeiten dabei sind, die mir gefallen müssten. Also zum Beispiel gibt es eigentlich diesen depressiven Roboter, was ich eine sehr lustige und tolle Idee finde. Aber im Endeffekt steckt halt in diesem Roman irgendwie nichts drin, was ich für mich mitnehmen kann. Und ich meine, ich habe auch nichts gegen Unterhaltungsliteratur. Ich lese ja auch viel einfach nur, weil es mich amüsiert, weil es eine tolle Idee ist. Aber hier habe ich halt wirklich so gar nichts rausnehmen können. Das war so, ich fand es halt auch ein bisschen plump und alle Ideen so liefen immer so darauf hinaus, ah ja, gut, das soll jetzt wieder witzig sein. Und ja, insofern nicht mein Humor. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, diejenigen, die Fans von euch sind. Ist auch ganz seltsam. Ich finde zum Beispiel auch Terry Pratchett nicht sonderlich lustig, den Autor aber so unglaublich sympathisch. Und ich lese auch zurzeit von ihm so eine Non-Fiction-Sammlung. Ich finde das einen ganz tollen Menschen, lese mir auch gerne Interviews von ihm durch, aber bei Douglas Adams und mir passt irgendwie gar nichts. Also weder als Person noch als Roman. Das vierte im Bunde war dann The Ocean at the End of the Lane von Neil Gaiman. Das ist mein erster Gaiman, den ich las und der hat mir viel, viel besser gefallen als American Gods, was ich dann erst so vor ein, zwei Monaten zusammen mit Lotte Kind gelesen hatte. Wir waren von American Gods beide enttäuscht, und das hätte ich nach diesem Roman halt überhaupt nicht erwartet. Im Kern geht es hier darum, dass ein
erwachsener Mensch zurück in seine Heimatstadt kommt, eigentlich wegen eines Todesfalls, aber darum geht es in der Geschichte eigentlich nicht, denn er begibt sich da so zu diesem kleinen Herr Tümpel, kann man schon fast sagen, am Ende der Straße eben und erinnert sich langsam an seine Kindheit und merkt eigentlich, dass er da ganz wichtige Dinge komplett vergessen hatte und in seiner Kindheit tauchen dann so sehr magische, aber auch leicht bedrohliche, etwas düstere Erinnerungen eben wieder auf. Und Neil Gaiman macht das in diesem Roman meiner Meinung nach so schön. Er verbindet halt dieses gruselige, märchenhafte auch mit so traumhaften Sequenzen und das Ganze ist halt aber auch dadurch, dass es aus Kindersicht teilweise geschrieben ist, nie so ganz klar, haben wir jetzt hier wirklich ein Fantasy-Werk oder ist das einfach nur die Fantasie der Kinder? Ist das wirklich passiert? Haben sie sich das nur ausgedacht? Denn wie gesagt, er kann sich irgendwie gar nicht mehr daran erinnern, ob das nun wirklich passiert ist, hat das bis jetzt komplett verdrängt und taucht damit halt ein bisschen in seine Kindheitstage wieder ein, in denen er ein Mädchen traf, was eben behauptete, dieser Tümpel sei der Ozean am Ende der Straße und sowohl sie als ihre Mutter und ihre Großmutter scheinen eben sehr magiebegabte Menschen zu sein, aber wie gesagt, vielleicht ist das ja alles doch gar nicht so passiert oder eben doch. Und als letztes mit den Koordinaten 8,15 hätten wir In Nacht und Nebel von Morio Kita. Ich hoffe, das habe ich richtig aufgesprochen. Ich fand die Prämisse hier so interessant, dass das nämlich ein Roman eines japanischen Autors ist über die NS-Zeit und speziell über Nervenheilanstalten in dem Moment, als die Regierung eben den Befehl herausgab, als unheilbar geltende Fälle, ja, zu beseitigen. Und die Reaktionen darauf, wie manche Menschen im Personal eben komplett verzweifeln und sagen, ja, wie sollen wir dagegen irgendetwas tun? Da können wir uns nicht gegen wehren, wir müssen das so ausführen wie die Sachen. Und wie andere so verzweifelt versuchen, noch irgendeine Veränderung in dem Patienten hervorzurufen und es dadurch teilweise noch schlimmer machen, weil sie einfach irgendwie experimentieren, irgendwie versuchen halt etwas zu erreichen, ohne halt schon das Wissen zu haben. Also das fand ich unglaublich interessant. Teilweise haben wir hier auch die Seite der Patienten. Also wir folgen jetzt nicht nur den Ärzten. Wir haben auch einen japanischen Patienten mit in diesem Sanatorium. Und allgemein fand ich es halt sehr interessant, wie mal jemand, der nicht aus Deutschland kommt, dieses Thema behandelt, weil man das ja vielleicht schon öfter mal gelesen hat. Und er tut das meiner Meinung nach auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Und das kann ich euch nur noch mal ans Herz legen. Ich möchte euch auch 5 Koordinaten geben, falls ihr so ein ähnliches Video drehen möchtet. Und zwar nehme ich da mal Regal Nummer 1, Buch 17, dann noch die 7 und 11, außerdem die 11 und 13 und dann hätte ich noch gern die 3 und 9. Waren das jetzt 4 oder 5? Also falls ich noch ein 5. brauche, dann nehme ich noch die 13 und 5. So, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal etwas über Bücher zu erfahren, die ich jetzt nicht mehr aktuell so oft in die Kamera halte, weil sie halt nicht in den aktuellen Lesemonaten mit drin sind. Und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald.